Ja. Rottweil, Moment. Sind ja einige da aus Rottweil hier noch. Also, kennt ihr Rottweil? Rottweil ist ja die älteste Stadt Baden-Württembergs. Tatsächlich wird leider oft verwechselt mit Baden-Baden. Aber das ist wirklich nicht so Baden-Baden. Ich war da schon ein paar Mal, da ist eher das Durchschnittsalter gemeint. Baden-Baden ist auch die einzigste Stadt in Deutschland mit einer Seniorenklappe. Und es ist tatsächlich so, in Rottweil steht ja ein Turm. Kennt ihr den Turm in Rottweil? Ja, sehr schön. Also mit der höchsten Aussichtsplattform in Deutschland, 236 Meter hoch. Und die Gemeinderat in Rottweil, die sind jetzt ganz stolz und geben an, sagen wirklich, bei schönem Wetter kann man von da oben die Schweiz sehen. Jetzt sage ich, wer will das? Dann guckst du rüber nach einer Woche, kriegst du einen Strafzettel. Weil er schnell guckt hast. Ich kann mich gut erinnern, ich weiß es noch, wo wir nach Italien gefahren sind, meine Frau, unsere drei Kinder, sind wir durchgefahren, bist gut drauf, hast Urlaubsgeld gekriegt, fährst durch die Schweiz durch, Kinder haben Hunger, Papa, Mama, wir haben Hunger, du sagst, kein Problem, haben ja Urlaubsgeld, rausgefahren, Raststätte Heideland, kennt ihr die? Ja. Wir sind raus, wir sind rein, wir haben gegessen, ich habe Zeit, wir sind wieder heimgefahren. Das kann sich ja heute keiner mehr leisten, oder? Ich sag's Ihnen, oder? Willst du was sagen? Ich hätte einen Schnaps für dich. Okay. Ich kenne niemanden, der mehr redet wie ich, nur du. Vielleicht sind wir ja Geschwister und weiß niemand. Einen riesen Applaus für den Heinrich. Jetzt Jubel! So, du könntest mir noch einen Gefallen tun. Könntest du die zwei Luder hier mal auspeitschen? Einmal noch. Ja? Also, bitte in Position, ich meine das ernst.